Du bist ja auch bei MTV irgendwie am Start, ne? Ja, ich denke, so Auslandssachen sind halt natürlich auch für die jungen Leute, die jetzt zukommen, so spannend. Und vor allem, wie sowas entsteht, weil viele DJs erzählen immer so, ja, wir sind da und da und da, aber die fragen sich auch, ey, wie kommen die denn da hin? Also wie läuft das da so ab? Arbeitet ihr alle zusammen oder gibt es da schon so verschiedene Lager? Wenn ein junger DJ kommt und ein Warm-Up brutal spielt, habe ich mehr Respekt, als wenn er die Platte muss. Das ist der Respekt, den du dann von einem erfahrenen DJ zurückbekommst und sagst, oh, geiler Typ, der hat auch nicht mit den Mega-Hits, hat er die Leute gehalten oder hat die zum Tanzen gebracht. Und dann übergibt er und die Crowd ist schon auf einem guten, Level. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von All In. DJ Dado ist am Start. Ich freue mich, dass wir das endlich mal geschafft haben. So. Ich wollte auch endlich, letztes Mal hat es nicht geklappt, aber ja. Jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's endlich viel einmal geklappt, ne? Ja, wir haben zwar gleich zusammen spielen wir auf dem Gig, aber wir machen drauf, ja. Ganz entspannt und easy, gehen wir durch das Interview durch. Am Anfang, DJ Dado, habe ich schon gesagt, machen wir mal so eine kleine Vorstellung, damit die Leute, also die meisten werden dich kennen, aber vielleicht kannst du mal so sagen, wann du angefangen hast mit Auflegen und aus welchem, also wie das so entstanden ist einfach. Also im Prinzip, das genaue, den genauen Jahrgang weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, es war so, ja, circa 9 bis 10 Jahre zurück. Ja. Damals war Jubiläum so. Ja, kann man sagen. 10 oder 12 Jahre so in den Dreh, ja, ne? Ja. Also von 9 auf 10 bist du jetzt schon auf 10 so und 12. So im Dreh, ne? Im Prinzip, okay. Damals war das ja so, dass man nicht direkt, heutzutage, ich meine, du kaufst dein Equipment, ne? Mhm. Ruckzuck kannst du in die Clubs rein. Damals war das anders. Du musst erstmal deinen Status erarbeiten, du musst erstmal zu Hause üben, damit du soweit ready bist. Aber nicht nur das, sondern erstmal deine Plattenkisten voll machen, wie es früher war. Ja, das gibt es ja heute nicht mehr. Genau. Erst dann musst du deine Vinyls sammeln, wenn du dann eine ausreichende Kapazität erreicht hast, dann kann man langsam in die Clubs gehen. Ne? Und dann dementsprechend hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis du reinkamst. Aber ich schätze mal, es waren so, ja, 12 Jahre ungefähr. Ja, 12 Jahre. Ja, krass, ey. Du bist schon lange dabei, jetzt viel Erfahrung. Ja, also schon. Ja. Also du hast auch noch ältere Hasen, aber ich bin ja, so ich will dich nicht so betiteln, auf jeden Fall. du hast also diese Zeit mit Vinyl und dann auf Serato Umstellung, so hast du mitgemacht. Also du hast damals noch mit Vinyl aufgelegt? Damals? Ja, genau. Okay. Genau, das war so der Beginn. Also im Prinzip war es damals aus, vor dem digitalen Zeitalter. Du musst natürlich erstmal deine Kollektion sammeln, ne? Und dann entsprechend auch Geld investieren. Das ist ja heutzutage viel einfacher, ne? Und dann, wenn du deine Plattensammlung zusammen hattest, dann kannst du dann auch sicher in den Club gehen und sagen, okay, ich habe jetzt entsprechend fürs Warm-Up, für die Primetime und für das Ende noch genug ausreichend Musik. Und ich kann safe in alle Clubs gehen und sagen, okay, ich habe ausreichend Musik dabei. Auch wenn ich mal variieren muss oder switchen muss, dass ich dann sagen kann, okay, ja. Ich bin da, ich habe genug Rückendeckung. Ne? Wie ist das damals so gekommen? Weißt du noch, wie du deinen ersten Club-Gig bekommen hast? So? Hast du dich noch beworben irgendwie oder über einen Kumpel? Also, ja, in der Form fing das erstmal an, damals die Affinität zur Musik, ne? Dass man erstmal die Musik sammelt. Du bist, damals war das noch die Abi-Zeit, da hatte ich dann immer die neueste Musik, ne? Und ich hatte damals den ersten CD-Brenner, habe meine Jungs oder meine Freunde in der Klasse ausgestattet mit neuester Musik. Und dann kam das dann irgendwann, das ist das Zeitalter, oder die Zeit, wo du in die Clubs gingst, selber als Gast, hast gefeiert und du warst dann mehr von dem DJ inspiriert, als von der ganzen Crowd, die gefeiert hat, die getrunken hat und so weiter. Du warst dann meistens am DJ-Pult und die Arbeit deines DJs hat mich schon in der Hinsicht fasziniert. Mhm. Ja, dann kam ich dann auch auf die Idee, und das mal auszuprobieren. Dann fing das an mit einem Plattenspieler, dann kam der zweite Plattenspieler dazu und hast geschaut, wie das funktioniert. Das hat dann eine gewisse Zeit gedauert. Zu Beginn verzweifelt man auch ein bisschen, ne? Aber wenn man dann arbeitet, dann sieht man auch die ersten Erfolge und das motiviert natürlich auch einen. Ne? Ja, und dann fing das mit den ersten Geburtstagen an. Ich habe damals auch selber Mixtapes gemacht. Ne? Da wollte ich jetzt als nächstes drauf zu sprechen kommen. So, der Prada meinte, ey, du musst auf jeden Fall die Mixtapes ansprechen, die legendären Mixtapes. Ja, der hat sie legendär bezeichnet. Ja, so. Das war wirklich so. Also es fing auch dementsprechend auch an, ne? Mit den Mixtapes. Du fingst dann auch dann an, deine Mixtapes aufzunehmen, natürlich an live, ne? Mit den Fehlern, die man auch live macht. Ne? Die hast du dann auch unter die Leute gebracht und damals, weil die CDs halt neu waren, war das auch interessant für die Leute, ne? Du warst ja der Einzige, ne, in der Form. Ja, und dann wurden die Leute auf deine Mixtapes oder deine Musik aufmerksam. Wurde dann hier und da mal auf einen Geburtstag gebucht, so fing das dann langsam an und dann habe ich halt gesehen, es gibt noch Optionen, ne, mit Radiosendern, DJ-Contest, das war damals ein Contest bei uns in der Region vom Radio Fantasy. Mhm. Da bin ich auch auf dem zweiten Platz gelandet, das war auch eigentlich ein guter Erfolg. Und später kam auch, war ich einmal Sieger, Battle of, nee,
wie ist das nochmal? Jam FM Battle of the DJs, ja. Monatssieger. Okay, krass. Jam FM kennst du wahrscheinlich schon von früher. Ja, klar, kenn ich, ja klar, aus Berlin, ne? Gibt's immer noch mittlerweile, früher war das. Das war doch ein das Radio, der Radiosender, genau. Für Black Music oder Deutschland. Und wenn du das gewonnen hast, dann hatte doch richtig Stellenwert. Ja, auch, definitiv. Ne? Und ich war auch überrascht, dass sie mich anriefen aus Berlin und meinten, ey. Wie lief das? War das so ein Mixtape-Battle? Oder ja, du machst ein Mixtape fertig von 30 Minuten, ja. Sendest es ein und dann bekommst du von denen Rückmeldung. Und okay. Da war ich natürlich sehr überrascht. Ne? Für mich war das schon ein dicker Erfolg, dann eine Rückmeldung zu bekommen und sagen, du bist im Finale. Am Freitag laufen zwei Mixtapes und am Ende war dann mein Mix quasi der Monatssieger. Das ist auch voll geil für den Hustle, den du vorher so gemacht hast mit den ganzen. Wie viele Mixtapes hast du bis dahin gemacht? Hast du jeden Monat rausgemacht? Nee, oder? Also früher war das, ja, ich denke mal so zwei pro Jahr. Okay, dreimal, ja. Sogar manchmal, ja. Wenn ich es geschafft habe. Mittlerweile mache ich das ein, zweimal im Jahr. Ne? Jetzt bin ich bei Edition 30 diesen Sommer angekommen. Krass. Und ja. War das schon die Zeit, als der Rato schon am Start war, oder war das noch über Vinyl? Nee, das war noch alles mit Vinyl. Ne? Ah, krass, das heißt, du musst erstmal alles zusammen sortieren, was wozu passt und dann auch bei den Fehlern musst du von vorne anfangen und immer. Das war schon ein Hustle. Ne? Also, ja. Ist jetzt ja ein bisschen anders. Ne? Also, es ist einfacher, man kann präzise arbeiten, man kann die Beats übereinander legen mit digitalen Tools. Ne? Ist schon einfacher, man kann Scratches noch kombinieren, man kann Vocals drüberlegen, eigene Intros und so. Man kann es professioneller halt. Komponieren, das ist der Vorteil. Ja, du bist ja auch bei MTV irgendwie am Start, ne? Genau, seit mittlerweile 2011 oder 10. Was bist du da genau? Also so Tour-DJ oder was? Ja, so im Prinzip war das damals so, wir hatten damals, also ein Kollege und ich, wir haben ein großes Festival in Kroatien organisiert, über zwei Tage. Das war auch ein großes Ding, wir hatten dann zwei Tagen 13.000 Besucher. Krass. Es war aber dann elektronische Musik mit Acts, Laidback Luke, Axwell, Steve Angello. Du hast das organisiert, hast du selber auch aufgelegt oder? Nee, selber nicht, wir haben es nur organisiert. Okay, ne? Krass. Wir haben dann quasi eine Marktlücke gefunden und die haben wir dann genutzt. Und durch dieses Event habe ich dann auch gewisse Sponsoren oder auch Kooperationen kennengelernt oder ins Boot gebracht, unter anderem auch MTV. Okay. Da habe ich den Marketing Director aus UK kennengelernt, der dann auch nach Kroatien gekommen ist, unser Festival, weil unser Festival damals, kann man sagen, als Top 3 Festivals in Kroatien bezeichnet wurde. Ja, und der war dann mit seiner Familie da, hat die Tour dann mit der Familie kombiniert als Urlaub und war auch bei ein, zwei Gigs mit dabei, wo dann halt nicht elektronische Musik lief, sondern Hip-Hop und R&B und dann quasi mein Genre. Und das hat ihn auch überzeugt, hat ihm gut gefallen und meinte dann, okay, wir können gerne mal was zusammen machen, ich kann dich ein bisschen in der Hinsicht supporten. Und seitdem habe ich quasi immer auf den Tourneen im Süden, wenn ich in Kroatien war oder woanders, dann immer den Support von denen bekommen. Die haben mich damals auf der Webseite präsentiert. Das ist Logo natürlich mega nice, ne? Damals als Brand war das so eine coole Sache. Ne? Ja, mittlerweile kann ich das immer noch nutzen. Ne? Ja. MTV war damals ja, hatte noch höheren Stellenwert, ja, auch wiederum. Ne? Ja, genauso wie dieses Jam FM-Ding. Ja, auf jeden Fall. Früher war das wirklich so ein Aushängeschild, auch nur, wenn du sagen konntest, ey, ich bin bei MTV so am Start, ich bin bei Jam FM am Start. Auf jeden Fall, ja. Das war schon ein gewisses Statement, ne? Und es hat mir auch schon was gebracht, würde ich sagen, in der Hinsicht. Ja, bis heute hin kann ich es halt nutzen. Ne? Ich denke mal, bei der Generation heutzutage ist MTV nicht mehr so ein Maß. Glaube ich auch nicht. Ne? Aber es kann sein, dass MTV irgendwann wieder zurückkommt. Genau. Aber damals, für die damalige Zeit, war das für mich ein super Bonus. Ja, safe. Hat mir auch viel, viel gebracht in der Hinsicht. Und, ja, gut. Also hast du deine Reichweite quasi durch die Mixtapes aufgebaut damals? Da war Social Media noch gar nicht so am Start. Nee, ne? Gar nicht, ja. Das heißt, die Leute kannten dich durch die Mixtapes, dann durch Jam FM und MTV durch die Geschichten. Das waren so deine Branding. Ja, das waren drei Faktoren, mehrere Faktoren, aber eine der größeren Faktoren, die mich dann so ein bisschen, sagen wir mal so, bekannter gemacht haben oder meinen Namen bekannter gemacht haben. Klar, Mixtapes bringen natürlich immer was. Das sind halt Präsente an die Leute, die du an die Leute bringst oder unter die Leute bringst. Die hören deine Mixtapes im Auto, jemand anders hört die, da werden die gebrannt, verteilt. Und das sind halt kleine Visitenkarten, die bleiben halt immer im Auto. Ne? Und, ja, so spricht sich ja das auch um. Ey, von wem ist das und so? Ne? Genau, und normal, genau. Ne? Du hast gerade schon so ein bisschen Kroatien angesprochen, dass du da ein Festival gemacht hast. Und du bist ja immer noch sehr viel aktiv da, ne? Genau. Also, was genau machst du da? Und du machst auch irgendwas mit Bookings zu tun, habe ich gehört. Unter anderem auch, ja. Und ist das dann aus der Sache entstanden damals mit dem Festival oder ist das noch was auch, anderes? Ja, also wie gesagt, das Festival war auch zur späteren Zeit, aber damals habe ich schon angefangen, in Kroatien aufzulegen. Also, ich habe ja meinen Standort in Deutschland, aber bin selber ursprünglich aus Kroatien. Und durch meinen Urlaub in Kroatien habe ich dann immer die Kontakte gesucht in Kroatien zu den einzelnen Clubs. War zu Beginn ein bisschen schwieriger, aber irgendwann hat sich das so entwickelt und ich hatte die Möglichkeit bekommen, mich da auch ein bisschen zu präsentieren und mein Statement dort zu setzen. Und bis heute hat das gut geklappt und deswegen bin ich auch in Kroatien gut connected. Ich spiele an jeden Sommer, meistens so zwei, drei Monate die Sommertour unten in verschiedenen Clubs an der Küste entlang. Und ja, also hast du einfach jetzt mittlerweile ein Netzwerk, das über die Jahre aufgebaut. Ja, genau. Ne? Das Netzwerk ist da und ich bringe auch jedes Jahr meine Homies mit. Genau, das sehe ich auch immer.
Das ist immer eine schöne Zeit, ne? Urlaub kombiniert mit Arbeit und Spaß und ja, ja, nice. Ja, so klappt das halt, ne? Ja, also das ist natürlich echt eine coole Sache, so auch so ein Auslandsding, beziehungsweise für dich auch ein Stückchen Heimat, ne? Klar, Heimat, Urlaub kombiniert, du besuchst deine Familie und du kombinierst mit der Arbeit. Ne? Es ist ja nicht wirklich Arbeit, aber im Prinzip finanzierst du ein bisschen mit dem Urlaub damit. Mhm. Hast eine schöne Zeit, überbrückst ja hier auch das Sommerloch. Genau. Das kannst du dann überbrücken und ja, meistens 2 Monate, die ich dann unten verbringe mit Urlaub und Auflegen. Aber du bist ja auch nicht nur in Kroatien unterwegs, ne? Du hast ja schon, sage ich jetzt mal, innerhalb der letzten Jahre sehr viele Stationen so abgearbeitet, ja. Und warst in vielen Ländern unterwegs. Willst du mal so ein bisschen erzählen, wo du überall warst schon so? Ja, europaweit kann man sagen, jetzt zu den Grenzgebieten Holland, Belgien, Frankreich war ich damals eine Zeit lang auch Resident mit dem DJ Cosmic im Pariser Club Duplex. Da waren wir ein Jahr zusammen. War auch eine geile Zeit. Dann Spanien, Portugal war das, glaube ich, noch. In Italien war ich öfter mal im Club, in den Clubs von Flavio Briatore oder so. Oder in Kroatien halt jedes Jahr. Österreich, Schweiz bin ich regelmäßig immer bei noch guten Jungs aus Zürich, die auch eine geile Hip-Hop-Party organisieren. Da bin ich halt sehr oft, was ganz Exklusives war, nicht Portugal, sondern Brasilien. Ja, das war damals zur WM, zur Fußball-WM 2014. Da war ich auch noch mit einem Kollegen, DJ SK1, war in Brasilien, genau. Wir waren in Brasilien. wir waren in Sao Paulo, in Rio de Janeiro, haben dort eine kleine Tour gemacht, Clubtour. Zur WM-Zeit haben wir es natürlich gut kombiniert mit den Fußballspielen. Mhm. War super, wir haben Brasilien ein bisschen abgeklappert, auch kombiniert mit dem Auflegen. Ja. Ihr seid ja beide auch so Travel-Leute, so. Ihr mögt es gerne zu reisen. Ja, so, ne? Ja, sowieso, ne? Bei ihm weiß man das ja. Der hat mich dann auch ein bisschen infiziert, auch durch sein Travel. Und ich habe das Travel auch für mich so ein bisschen entdeckt. Ja, Travel auch sehr gerne, wenn man es natürlich kombinieren kann mit der Arbeit. Ist natürlich das nice. Umso besser. Ja. Wie kommst du denn an so Sachen zum Beispiel wie Brasilien? Wie kommt man da dran? Das war auch eine exklusive Geschichte damals mit dem Sebastian SK1. Wir haben die Anfrage ganz kurzfristig bekommen. Mhm. Das war eine Entscheidung von innerhalb von einer Woche. Wir mussten entscheiden, sind wir dabei oder nicht. Ne? Und dann haben wir über Nacht entschieden, zack, wir machen das, buchen. Und bis heute bereuen wir es nicht. Ne? Ja, Zeit, ne? Kann ich mir vorstellen. Ja. Ist das dann über die Mixtapes gekommen oder hattet ihr Kontakt da? Das war ein Kontakt auch damals, den wir aus Brasilien direkt bekommen haben. Mhm. Und die haben uns dann kontaktiert mit Sebastian und so weiter. Und wie gesagt, ein ganz spontanes Ding. Ja. Und du musst halt entscheiden. Ne? Innerhalb von 24 Stunden machst du es oder machst du es nicht. Aber wir haben nicht lange gezögert. Ja, ich denke, so Auslandssachen sind halt natürlich auch für die jungen Leute, die jetzt zugucken, immer so spannend. Und vor allen Dingen, wie sowas entsteht. Weil viele DJs erzählen immer so, ja, wir sind da und da und da, aber die fragen sich auch, ey, wie kommen die denn dahin? So, ne? Das ist wirklich so. Ne? Es ist natürlich immer eine spannende Sache, vor allem ins Ausland zu gehen als Referenz, ist immer genial. Ne? Und so eine Sache mit Brasilien ist natürlich dann etwas extrem. Ja, das ist ja schon ein ganz anderer Kontinent. War, wie gesagt, vielleicht auch eine Zufallssache, aber es hat uns erwischt und hat super funktioniert. Ja, so, Hauptsache du hast also. Wobei man es. In Brasilien haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Man hat zwar gedacht, du bist in Brasilien. Ne? Wir waren damals in Favelas unterwegs. Yeah. Du lernst ja Favela-Funk kennen und so weiter. Das war damals noch dort präsent. Hier war es noch nicht so präsent. Mhm. Ne? Aber du hast dann so aus den Favelas mitgebracht, auch Reggaeton, was man da so kennt. Und dann standen wir im Club und dann kam die Veranstalter oder der Clubbesitzer zu uns und meinte dann, Jungs, schaut nur ein bisschen, bitte, dass ihr keinen Baile-Funk oder Favela-Funk spielt. Krass. Das ist kein Reggaeton. Ne? Warum? Ja, das ist halt von den Lyrics halt zu dirty, die wollen halt clean Sachen haben. Ne? Okay. So House, R&B, Hip-Hop, ne? Also diesen kommerziellen Kram dann. Kommerziellen Kram, aber nicht unbedingt, aber im Prinzip das Kontrastprogramm, ne? Nicht dieses typische Latin. Ja. Yeah. Und dann standen wir natürlich auch und dachten, oh shit, ne? Was machen wir jetzt? Ne? Ja, aber ich meine, theoretisch ist es ja auch kein Problem, aber du warst ja erstmal, dachtest du bist in einem lateinamerikanischen natürlich. Land. Du spielst halt die Sachen, das funktioniert. Den urbanen Kram von da und so, ne? Genau. Und dann. Krass. Fuck, was machst du? Ja, krass. Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Ja, yeah, ne? Wir waren auch ein bisschen überrascht. Ne? Das war auch ein Erfahrungswert, den du mitnimmst. Ne? So, wir waren jetzt gerade in Brasilien. Fand ich auf jeden Fall mega spannend. Und vor allen Dingen, ja, dann mit Favelas und Sound und so weiter und so fort. Dann habe ich noch, weil ich mich erkundigt habe natürlich, ne? Ein bisschen Recherche gemacht hier. Du hast auch noch eine Resident Party in der Schweiz. Was heißt Resident Party? Oder Resident, also Snapback heißt das die, ne? Genau, das ist eine Veranstaltung aus der Schweiz. Die gibt es jetzt schon, glaube ich, mittlerweile 7 Jahre. Mhm. Ich würde schon sagen, das ist die Nummer 1 Party in der Schweiz. Krass. In Zürich, in einem coolen Laden, im Jade Club. Auch veranstaltet von 2 coolen Jungs, ne? Also mit denen bin ich auch mittlerweile gut befreundet. Und die buchen mich dann alle 2-3 Monate mal zu ihren Event. Ne? Macht natürlich immer Bock. Es ist ein bisschen Kontrastprogramm zu Deutschland. Ja, ne? Musikalisch, aber auch von der Crowd, ne? Weil die haben ja auch
andere Budgets oder Niveaus von Gehältern. Und, Verdienst du auch viel mehr? Also ist das schon ein deutlicher Unterschied? Ja, ich meine, die Budgets natürlich auch anders bei den Oligarchen, sind auch anders in der Schweiz als in Deutschland vergleichsweise. Wobei man sagen muss, man merkt das auch an den Leuten, wenn die jetzt feiern gehen, dass die Flaschen auch entsprechend teurer accessibler werden. Ne? Ja, das heißt, klar, also passt sich immer an dann natürlich. Eine klassische Wodka-Flasche, die man sowas in unseren Clubs kennt, oder eine Jackie-Flasche, die fällt da gar nicht mehr auf, die geht unter. Das heißt, sie muss schon grün leuchten, da muss noch ein Perignon draufstehen, damit du wirklich was präsentieren kannst. Krass, und dann auch ein paar Stück davon. Ja. Also das ist schon eine andere Liga und das ist auch mal schön zu sehen. Ja. Die feiern natürlich auch entsprechend anders, da ist dann mehr gesehen werden. Ne? Genau, diese Tanz wahrscheinlich nicht so ausgelassen, so, oder? Ja, so? Vor allem in den VIP-Bereichen, da ist es ist wichtig, dass man die Flaschen verraten das Feuer drumherum. Ja. Ne? Und dann entsprechend zu den Paraden musst du dann auch gewisse Lieder laufen lassen. Okay. Dann machst du halt einen Cut, Lied rein. Das bringt manchmal ein bisschen den Vibe durcheinander. Aber gut, letztendlich ist es... Das ist das Konzept von der Party, ne? Und das, ja, habe ich auch... Auch geil, definitiv. Ist halt was anderes, ne? Ja, genau. Also, ich kenne das auch aus, wo war es noch? Also zum Beispiel Dubai und so, habe ich schon gehört, ne? Also, du hast halt so in manchen Ländern oder Clubs einfach da... Genau, Griechenland, wollte ich sagen. Okay. Ich war in Athen, ich habe da nicht aufgelegt, aber ich war da als Gast und ja, der ganze Club, es gab keine Tanzfläche. Ja. Nur Tische. Nur Tische. Und Servietten. Tische, Servietten und Flaschen. Und die Leute haben in den Gängen einfach nur getanzt. Ja, also, wenn die überhaupt getanzt haben. Ja, in südländischen Gebieten ist es meistens so, du hast deine Tische, deine Flaschen und dann geht die Post ab. Ne? Ist ein bisschen was anderes. In Deutschland ist es anders. Du hast auch deine klassische... einen klassischen Dancefloor, wo die Leute dann hingehen nur zum Tanzen. Mhm. Die gehen aus zum Tanzen und in anderen Ländern ist es so wirklich, die gehen aus, haben ihre Flasche, ihre Ruhe, hören die Musik, zwischendurch tanzen die mal, aber das ist dann... Was findest du besser? Also das frage ich mich immer so, die Energie, also weil du kriegst ja, wenn die Leute tanzen und springen und mitsingen und so, hast du eine Energie und das gibt einem ja so als DJ so einen Push. Klar. Das kriegst du dann von den Leuten ja nicht so. Was macht dir mehr nicht Spaß? Nicht so extrem. Ne? Das ist wieder eine ganz andere Liga des Feierns. Ne? Mhm. Aber in den südlichen Ländern, wo die Temperaturen auch höher sind, wo viel Sonne im Spiel ist, da sieht man auch, dass die Leute auch ausgelassener feiern. Auch dass es ein Urlaubsgebiet ist, ne? Wo die Leute sowieso ausgelassen sind wegen dem Urlaub, der Sonne und so weiter. Aber es gibt natürlich auch coole Spots in Deutschland, wo die Leute immer noch gut feiern und man merkt da, dass die auch was zurückgeben, ne? Ja. Ein bisschen Liebe zurückgeben. Also du kommst mit beidem so klar? Ja, wie gesagt, das ist ein gutes Kontrastprogramm und das ist nicht immer das Gleiche. Man muss sich halt ein bisschen anpassen, aber beides ist mal schön zu sehen. Ja, ja, nice. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt genug über Auslandsaufenthalte gesprochen und so. Lass mal zurück zu deiner Heimat kommen. Du wohnst ja in Aachen, oder? Ich komme aus Aachen, ja. Genau, und da hast du auch so deine eigene Partyreihe, oder nicht? Genau. Also in Aachen haben wir auch, oder habe ich meine eigene Partyreihe. Ich mache verschiedene Geschichten auch in eine Richtung, auf meine Herkunft bezogen. Mhm. Ich komme aus Kroatien, das sind die ursprünglichen ehemaligen Balkanländer. Ne? Ja. Und entsprechend dessen habe ich damals meine Party ins Leben gerufen, die heißt Lennox Notch, die mittlerweile auch in Düsseldorf, Essen stattfindet, in Aachen. Ja, nice. Das heißt, überwiegend sind das die Gäste, die kommen aus Serbien, Kroatien, Bosnien und der Sound ist dementsprechend natürlich auch Balkan-Sound. Genau. Ne? Richtig, genau. Ich spiele dann meinen Sound, also überwiegend den Black Music Sound und dann noch einen zweiten DJ. Dann ist das so abwechselnd, ne? Genau, abwechselnd. Aber es ist von der Atmosphäre ist schon wieder was ganz anderes. Ich kenne das. Klassischen, in Wien habe ich auch mal auf so einer Balkan-Party als Hip-Hop-DJ aufgelegt. Ja. Ganz anders. Man bekommt wirklich viel Liebe zurück, weil die Leute mitsingen können, die verstehen die Texte. Das ist auch mittlerweile wie bei Deutschland. Ne? Stimmt, ja klar. Ja. Wenn die Leute die Texte verstehen, die ist können, anders, damit ne? was, ja, die können damit was anfangen und du siehst, die Leute singen halt von Anfang bis Ende durch. Ne? Ja. Ja, so meine Erfahrung bei so Balkanpartys war immer, die Leute kamen immer sehr gut angezogen. Ja, mit Frauen waren sehr schön. Frauen in Kleidern und Männer mit Anzug und so. Ist es bei den Partys bei dir dann auch so? Mittlerweile ist es lockerer geworden, die Männer kommen auch entspannter mittlerweile. Das ist ja dieses neue Zeitalter, Zeitgeist, ne? Ein bisschen Swag-Style. Wie immer, ne? Die Frauen sind trotzdem immer noch schick. Ne? Ja. Also, selten, dass jemand mal in flachen Schuhen kommt, sondern wirklich High Heels. Genau. Ne? Das ist ja so ein Konkurrenzkampf bei den Frauen. Mhm. Und es gibt natürlich auch viele hübsche Frauen auf dem Party. Das ist auch interessant für die Männer. Aber wie gesagt, das ist ja die eine Sparte. Die andere Sparte ist, ich habe selber früher auch viele R&B-Sachen gemacht. Mittlerweile machen wir... Also ich bin ein Kollege von mir, der DJ Dream. Mhm. Wir machen eine Party, die nennt sich Aachen feiert. Die findet quartalsmäßig in Aachen statt, in einer Off-Location. Und mittlerweile hat sich das gut etabliert, dass wir schon ein gutes Statement in Aachen mit dem Event haben. Ja, und noch kleinere Sachen halt. Ne? Ja, überall in Aachen, in den Clubs dann. Aachen, genau.
Ja. Mhm. Ja, du hast ja, also in Aachen gibt es ja, ich kenne auch ein paar Leute aus Aachen natürlich. Grüße halt an dieser Stelle. Das ist gut, ne? An Nacho natürlich und an den Matt und Dreamer kenne ich auch. Ich kenne eigentlich so von mir auch schon Leute. wie ist so da, also wie läuft das da so ab? Arbeitet ihr alle zusammen oder gibt es da schon so verschiedene Lager oder? Ja, letztendlich, also wir kennen es ja auch schon alle sehr, sehr lange. Ja, weil ihr alle schon, also nicht alt seid, aber ihr seid alle schon länger im Business. Ja, länger im Business, also alle vier, ne, kann man sagen. Man kennt sich sehr gut. Ja. Ne? Es gab Phasen, wo man dann gut zusammengearbeitet hat. Dann hat der eine mal sein eigenes Projekt da in eine Richtung gefahren, der andere in die andere Richtung. Nacho macht sein Latin-Geschäft in Aachen. Oder seine Latin-Schiene. Ja, der ist ja, der macht ja gar nicht so Black-Music-Sachen oder wenig, ne? Kann er auch. Der kommt, glaube ich, auch ursprünglich aus der R&B- und Hip-Hop-Schiene von... Ein Oldschooler auch, ne? Ja. Soweit ich mich erinnern kann. hat sich aber jetzt fixiert auf die Latin-Branche und die funktioniert auch ganz gut mit seiner Rumbateka. Matt macht seine R&B-Hip-Hop-Geschichte Richtung Soul Express. Mhm. Dream hat sich mehr fixiert auf die Event-Schiene mit Candy Bars, mit, sagen wir so, mehr auf die Frauen bezogen, musikalisch auch auf die Schiene. Und deswegen fährt jeder so seine Schiene und alle funktioniert ganz gut. Für jeden ist da Platz, meinst du? Der Kuchen wurde so aufgeteilt und entsprechend funktioniert das auch ganz gut. Ja. Okay. Der eine arbeitet mit dem einen mehr zusammen, der andere mit dem weniger, und, aber das, so ist das in jeder Stadt halt so. Ne? Das ist, glaube ich, auch aber so. Aber ich bin, wie gesagt, mit allen gut connected. Ja. Habe jetzt keinen großartigen Beef mit welchen. Okay, also okay, schade, Leute. Also, ne? Ja. Alles gut. Müsste ja jemand auch nicht. Also, das muss ja auch nicht immer sein. Ja, ist immer spannend, ne? Weil du hast halt in jeder Stadt Leute, die halt mit jemandem zusammenarbeiten. Ja, switcht halt manchmal und so. Aber ja, so läuft das halt ab. Ja, Mann. Also, was ist so? Also, du hast jetzt schon so viel gesehen und so viel gemacht. So, was ist so dein Ziel für die nächsten Jahre? Hast du da irgendwie so großartig noch Ideen? Ja, oder irgendetwas, irgendwie wirklich so. Das will ich nochmal erreichen, ich will mit dem Star irgendwie mal auf einer Bühne oder. Ideen hat man natürlich immer, so ein paar Konzepte, die in einem Kopf schwirren. Das Zeitalter ist ja momentan auch sehr kurzlebig geworden. Das heißt, auch wenn du eine Idee hast, wird die vielleicht auch von anderen mal kopiert, was natürlich normal ist. Ne? Aber es hält nicht lange an. Das heißt, früher hast du ein Konzept gehabt, damit konntest du dann mehrere Jahre arbeiten. Heutzutage, weil die Generation auch sehr verwöhnt ist oder ja, die sind, wie soll ich sagen, nicht verwöhnt, aber denen wird es schnell langweilig, muss man immer kreativer sein, ne? Und immer was Neues herausbringen, damit man die auch up-to-date hält und die auch immer auf seine Seite ziehen kann. Ne? Gut, die Produktionsschiene wäre jetzt natürlich noch interessant für mich. Ne? Ich habe mich jetzt in letzter Zeit ein bisschen damit beschäftigt, ein paar Bootlegs habe ich released. Eine eigene Produktion wäre für mich so der nächste Step noch, ne, den man auch machen könnte. Aber ansonsten gab es gewisse Ziele, die ich mir damals gesetzt hatte. Ausland wahrscheinlich und so weiter und so genau, fahren. Genau. Fing erstmal klein an und die Ziele hast du erreicht, dann machst du den nächsten Step und den nächsten Step und dann irgendwann hast du auch wirklich viele deiner Ziele erreicht oder auch mehr als die Ziele. Und ja, bisher bin ich schon sehr zufrieden mit dem, was ich so erreicht habe. Ja, aber klar, mehr geht immer. Ne? Ja. So, machst du das eigentlich hauptberuflich, DJing, oder hast du noch einen anderen? Ja, ich bin eigentlich Informatiker, ne? Nerd. Ja. Also. Aber seit 3 Jahren habe ich quasi gekündigt. Ich habe gesagt, ich mache jetzt einfach nur das. Ja. Was mir Spaß macht, worauf ich Bock habe, und konzentriere mich dann auf Events, Marketing. Nebenbei mache ich noch ein bisschen Grafikdesign. Mhm. Und die Musik brauche ich an sich. Ne? Ey, ist bei mir genauso. Also ich habe auch vor zwei oder drei Jahren jetzt gekündigt und so. Was hast du vorhin? Ich habe vorhin kaufmännischer auch als Kaufmann gearbeitet. Und genau, und irgendwann, ja, es hat, also die Interessen gingen so ein bisschen, man hat halt gemerkt, so man steckt mehr. Ne, in die eine Sache als in die andere, und der Spaß ist auf jeden Fall deutlich in der anderen Sache. Man sieht, du arbeitest auf der Arbeit nicht so effektiv, oder die Zeit nutzt du nicht so effektiv, wie du die vielleicht nutzen könntest. Ne? Ja, genau. Also sitzt deine Zeit ab, aber theoretisch könntest du in der Zeit viel, viel mehr machen. Genau. Für deine eigenen Projekte, deine eigenen Sachen machen. Und deswegen kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay. So entwickelt sich das halt auch alles. Ja. Ne? So, sind wir ready? Alle Kameras laufen. Du bist ja, also wir haben jetzt gerade dann über Aachen gesprochen, vorher Ausland, bla bla bla, um jetzt mal wieder so den Flow reinzukriegen. Du bist ja auch überregional natürlich in Deutschland unterwegs. Also es ist ja nicht so, dass du nur jetzt in Aachen sitzt und deine Partys machst und da auflegst, sondern bist ja auch überregional unterwegs. Wo, also natürlich NRW-weit, aber bist du allgemein in ganz Deutschland auch unterwegs? Oder wie? Ja, schon, vom Norden bis Süden, von Hamburg, in Stuttgart war ich auch früher viel unterwegs, in Berlin. Mittlerweile bin ich mehr in der Grenzregion unterwegs, in Holland-Belgien. NRW-weit. Die Städte hast du also selber genannt. Ne? Düsseldorf bin ich zum Teil noch unterwegs, Dortmund, Hamburg regelmäßig, wie gesagt. Ja, Köln ist ein bisschen weniger geworden, muss man sagen. Sind ja auch so, Köln ist doch eigentlich auch direkt neben Aachen, oder? Ja, also relativ 70 Kilometer von Aachen. Okay. Ja, genau. Wo warst du da eigentlich vorher gebucht so?
Ich war also überwiegend im Nachtflug, ja. In Vanity war ich früher. Ach, also auch schon in den... Ja, auch Band. Resident damals, ja. Im Club Diamonds, ne, war schon lange Zeit. Okay. Ja, dann, es ändert sich ja mit der Zeit halt immer alles. Mhm. Ne, andere neue Crew, die dazukommen, die dann auch ihre eigenen Jungs mit reinbringen. Und neuer Clubbesitzer oder neuer Betriebsleiter, ja. Der dann auch wieder frischen Wind in die Clubs bringt. Ne? Und dann gibt es immer phasenweise, wo du mal öfter auflegst, dann phasenweise, wo du komplett raus bist. Mhm. Und so, ne? Wobei ich sagen muss, also Köln hat mir als Party hat immer gut gefallen. Ah, krass. Die Party-Crowd war immer ganz gut. Ne? Und, ja, da auf den Ring tummeln sich auch unzählige Menschen, oh, ne? Dann am Samstag. Ja, definitiv. Ne? Und die bringen dann auch eine gute Atmosphäre mit, muss man sagen. Die feiern schon ausgelassen, die Köln. Mhm. Das ist schon cool. Ja. Ja, da sind ja auch andere. Also da kannst du wirklich... Da ist der Multikulti. Ja, komplett. Ne? Und die Leute steppen von Laden zu Laden vielleicht auch so. Auf, ne? Auf jeden Fall, ja. Da ist auch so ein bisschen Challenge dann bestimmt, die Leute zu halten, oder? Ja, das auch. Ne? Das ist ja natürlich ein Kampf untereinander. Ne? Du genau. Hast ja die Clubs innerhalb von 100 Metern Entfernung, hast du dann verschiedene Optionen, ja. Wo die Leute hin und her jumpen können. Genau, deswegen stelle ich mir auch so, also ich habe auch im Nachtflug gespielt, so war eigentlich ganz gut, fand ich. Aber ich kann mir schon vorstellen, so wenn dann auch so Free Entry, was weiß ich, was die da machen, klar. Ey, dann gucken die sich das eben an, ja, wenn die den DJ scheiße finden. Sag rein, dann gehen die weg. Ja. Direkt weg. Das ist schon auf jeden Fall Challenge, ne? Da hast du recht, ja. Ja. Ja, vielleicht wird das mit Köln ja dann irgendwann wieder was. Ja, mal schauen. Wie gesagt, in Köln war ich ja zwischendurch mal auch bei der Taiso beim Promise. Der hat mich öfter mal gebucht auf deine Oldschool-Geschichten. Mhm. Oder die Newschool-Geschichten. Dann im Nachtflug auf der Cream. Ja. Damals war ich jetzt länger nicht mehr. Die Cream, die ist dann auch von... Von Scheib? Vom Scheib. Von DJ Dream, genau. DJ Dream, also der macht die auch im Nachtflug, ne? Ja, genau. Der macht die noch im Nachtflug. Und meistens waren es die Clubs, die beiden Clubs, ne? Vanity und Nachtflug, ne? Ja. Aber wie gesagt, in Köln hat jeder so seine Lieblinge, die er bucht, ne? Die neue Generation, Newcomer, die auch ein bisschen wahrscheinlich auch pushen und deswegen ist das so nochmal in der... Ja, ja, Stadt, das ist einfach so der Wandel teilweise halt auch, ne? Ja. Jo, wir sind jetzt schon eigentlich so fast am Ende vom Interview. Du bist mega am Hustlen hier, so. Wir geben Vollgas. Ich glaube, du bist auch einer derjenigen, der am schnellsten spricht bis jetzt in den Interviews, ja, was ich meisten, persönlich gut finde. Die meisten sagen immer, ich spreche zu schnell, keine Ahnung. Also ich finde das auf jeden Fall gut. Ja. Auf jeden Fall sind wir auch deutlich schneller im Interview. Ich habe weniger zu schneiden und so, mega geil. Also ich feiere das, wir können gerne häufiger Interviews machen. Genau, am Ende so, vielleicht können wir mal ein bisschen auf den Newcomer eingehen. Wir müssen natürlich auch mal für die Newcomer, das ist die ursprüngliche Intention vom Vlog, den Leuten zu helfen oder einen Tipp an die Seite zu geben. Du bist auch ein sehr erfahrener DJ. Hast du noch irgendwie so was du den jungen Leuten so mitgeben möchtest? Ja, generell, was mir auffällt bei der neuen Generation, ob das jetzt DJs sind oder generell die jungen Leute, die sind sehr ungeduldig, ne? Die sind ungeduldig, haben nicht die Ausdauer, wie es die Generation früher hatte. Ne? Das heißt, heutzutage ist ebenfalls noch wichtig, die Ausdauer oder die Geduld zu haben. Das heißt, wenn jemand DJ werden möchte, dann wird das auch nicht alles über Nacht. Ne? Das heißt, ich lade ein paar Pakete runter, ich habe am Laptop mein Serator oder mein Equipment und innerhalb von einer Woche stehe ich in den Top-Clubs in NRW und rock da die Crowd. Ne? Das heißt, man muss wirklich die Ausdauer haben, dran arbeiten, zu Hause das Scratchen üben, das Mixen üben und alles drumherum, wenn man soweit mit den Skills durch ist. Dann auch die Ausdauer zu haben, mit den Leuten auch nochmal zu connecten und sich auch Stück für Stück zu beweisen. Halt, ne? Und ist einfach ein Prozess. Es ist ein Prozess. Man muss halt, wie gesagt, dran arbeiten und Ausdauer haben. Bei mir war das auch nicht damals alles über Nacht. Ja, des Weiteren, sehr wichtig in der Szene, vor allem in der DJ-Szene, ist das Thema Respekt. Ne? Gegenüber erfahrenen DJs oder älteren DJs. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn ich jetzt mit einem DJ Cosmic spiele, mit dem ich schon oft gespielt habe, der mir auch schon viel beigebracht hat und so weiter. Egal, wo das ist, in welcher Stadt, er ist älter als ich, er ist länger dabei. Das heißt, aus Respekt spiele ich natürlich ein gewisses Programm. Ich haue nicht die gesamten Hits raus, sondern ich präsentiere ihn quasi den Teller und er kann dann quasi den Hauptkram raushauen. So ist zum Beispiel die Erziehung in unserer Generation gewesen. Und heutzutage ist es, glaube ich, ein bisschen anders, dass die jüngeren DJs oder die jüngere Generation nicht mehr die Loyalität oder den Respekt hat. Und teilweise wollen die alle zur Primetime spielen, sich extrem beweisen und so weiter. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied oder heute zu der damaligen Generation. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann meinte, die Ausdauer fehlt mir manchmal. Klar, will jeder mal zur Hauptzeit spielen und auch der Star des Abends sein, aber das entwickelt sich alles mit der Zeit. Und wenn man ein cooles Warm-up spielt für einen Gast-DJ oder wie auch immer, jemand, der vielleicht erfahrener in der Hinsicht ist, dann hat man von anderen DJs oder anderen Personen auch nochmal mehr Respekt und dem jüngeren DJ gegenüber und zieht den auch nochmal gerne mit sich. Ne? Also das ist schon dann ein Unterschied. Ne? Das ist so ein Punkt, den ich auf den Weg geben würde. Loyalität natürlich. Ne? Wie das ist einfach Basis. A und O. Ne? Ja. Wenn man die hat, ne, dann
kann man, kurz- und langfristig kann man davon ausgehen, dass man dann auch in viele Clubs integriert wird und die Leute dann auch einmal gerne mitnehmen, ne? Das definitiv. Ja. Ja, nice, auf jeden Fall. Fand ich gute Tipps so. Danke. Gerade Thema Ausdauer ist halt einfach so ein Ding. Und wenn ein junger DJ kommt und ein Warm-up brutal spielt, habe ich mehr Respekt, als wenn er die Playtime macht. Das ist der Respekt, den du noch von einem erfahrenen DJ zurückbekommst und sagst, oh, geiler Typ, der hat auch nicht mit den Mega-Hits, hat er die Leute gehalten oder hat die zum Tanzen gebracht. Und dann übergibt er und die Crowd ist schon auf einem guten Level. Mhm. Das heißt, deine Arbeit ist dann viel einfacher auch. Ne? Mhm. Das heißt, du kommst viel leichter in den Flow rein, du musst dich nicht nochmal auf die Tanzfläche bringen und kannst direkt schon mal Gas geben. Ne? Ja, ja, ja. Das ist der Punkt. Nice. Wir sind eigentlich am Ende. Wenn du willst, kannst du ein paar Leute grüßen, so spontan, auf spontan. Ja, es gibt viele, die ich grüßen würde, aber im Prinzip alle, die wir eben auch erwähnt haben und alle, die mich kennen und mit denen ich zusammenarbeite und die letzten Jahre aufgelegt habe. Ich freue mich auch, euch wieder alle nochmal zu sehen und vielleicht sieht man sich nochmal auch in Köln wieder. kann ja alles wiederkommen. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke dir für die Einladung. Und ja, Leute, wie gesagt, wenn euch das Interview gefallen hat, wie immer, abonniert den Kanal. Alle da Links zu DJ Dado kommen in die Shownotes, sodass die Leute dich auch nochmal so auschecken können, falls sie dich noch nicht kennen. Die meisten werden dich kennen. Und ansonsten, schönen Sonntag noch und wir sehen uns nächste Woche. Haut rein, Leute.